Ja, hallo und herzlich willkommen. Durchsterbt. So. Hier im Nerdzeitalter. Durchsterben ist jetzt genau das Ding. Ben hat ein bisschen die Gegend exploriert und dabei was gefunden. Und zwar eine ganze Menge unwirrischer Gesellen. Die sind ein bisschen, genau, wie immer, kennt man ja. Und die schreien jetzt ein bisschen danach, auf die Schnauze zu bekommen. Au. Ah, das ist ein 100er Hit, das ist schon ordentlich. Ja, ja, also Schaden machen die, also getroffen werden macht bei denen nicht viel Spaß. Das kann auch ganz schnell zum Grabstein führen. Okay, Leute, ich gehe wieder angeln. Ich bin wieder beim Angeln. Ja, sehr gut, geht doch. Sven, da ist noch mehr. Du musst die jetzt nicht hier. Sauber. Was war das, Markus? Eine Mechanical Part, glaube ich. Sehr gut. Hier hinten geht's direkt weiter. Ja, und da sind auch ganz viele Augen. Ja, das sind die Dicken. One hit. Ich habe 150 Fragen bekommen. Okay, der Kleine ist weg. Ach. Nein! Nein! Hey, nein, der geht weg! Ich muss sie wieder aufheben! Das war Pick him up. Ein bisschen schön, ein bisschen lustig und auch ein bisschen peinlich. Ich muss mal kurz meine Rüstung reparieren. Ich sehe gerade aus, als würde ich im Schlafanzug rumlaufen. Ja, Tür zu! Ja, wer anderen eine Bombe legt, Oh mein Gott, wie gut. Ja, ja, okay, okay. Ah. Der hat gut lachen. Ah. Ja, das stimmt. So, Ben, ich habe irgendwas aufgenommen. Lauter Zeug von dir. Warum? Ja, und irgendjemand hat meine Scrap Parts, die ich jetzt nicht habe. Vielleicht hätte ich es doch in der Tool überlegen. Ja, ja, weil ein Drittel davon ist mir, Sven, das ist korrekt. Oh, Hive Mother Scanner. Oh, cool. Ja, das war meiner. Oh, noch eine Tin Pack Axe. Und noch eine Tin Pack Axe. Und oh, noch eine Wutschoffel. Okay. Das war auch ein Bund, Diggi. Okay, was brauchst du denn alles? Also. Alles, was mit Buddeln zu tun hat, ist meins. Alles, was digital ist, ist Magos. 20. Eisen und Materialien sind völlig lax. Das Holz hätte ich gern wieder. Hat. Nee, so nicht. So. Okay. Das Copper dürfte wahrscheinlich auch von dir sein. Ist mir egal. Okay. 51 Hardberries habe ich noch einstecken, okay. Ah ja, die habe ich geerntet. Mhm. Warte, komm zurück. Hier ist noch was von dir. Das ist deine. Kann ich verkaufen, cool. Dir ist schon klar, dass ich jetzt aus Gründen verpflichtet bin, die Folge Bombenstimmung zu nennen, ne? Ja. Yep. Ben, bleib doch mal hier. Bis der ja, Markus wieder da ist. Sind doch noch genug da? Bis der Markus gleich wieder da. Sind doch genug da. Weißt du was? Zur Belohnung kriegst du hier noch was. Hier, da, bitte. Danke. Okay, ich sollte Leute aber nicht mit Dings vermöppen. Okay. Na, auf jeden Fall kriegen wir gut Eisen raus. Das ist doch schon mal fein. Okay, da sind zwei Fackelmänner. Ja, die werden aber nicht lang fackeln. Okay. Au. Das ist doch semi-schlau. Warte. Okay, ich bin gleich wieder da. Achtung, Sven, bleib unten stehen, du brennst. Ja, ich hab grad eine Health Potion eingeladen. Wenn der um die Ecke kommt, hauen wir ihn von oben. Komm. So. Komm.
Ah, oh, toll, 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 toll. Das hat ja wunderbar funktioniert. Ich will ihn auch hier hauen, wo ich stehe und nicht da drinne. Ja, aber der kommt da tatsächlich nicht raus. Gut. Der gibt 9 Eisen. Mhm. Nein, das war das Eisen, das der Markus gerade eben schon gesammelt hat. Ach so, okay. So. Ja, da ist nichts weiter Interessantes. Das Eisen hier unten muss ich hin. Wir haben hier eine neue Musik. Ja, ist eine andere Spion. Oh, ich brenne. Sehr lustig. Ich hab kein Essen mehr. Man muss bald. Dann komm zu mir. Ja, dann komm zu mir. Ja, gut, dann komm ich zu dir. Ja, So, Ben, hier, hinter dir, hinter dir. Cool, danke. Ja, hol's dir, bevor es schlecht wird. Nur ein bisschen Gold, okay, das finde ich gut. Also die Mucke hat schon so ein bisschen was von Monkey Island auf ganz komischem Zeug. Mhm. Oh, jetzt wieder schön. Jetzt mag ich sie wieder. Ich fragte einen Freund, wo seid ihr eigentlich gerade? Wir holen Eisen. Okay. Ben? Hier geht's noch mal runter, 2 Vorkommen. Und ich glaube, da ist noch... Nee, doch, das könnte Eisen sein. Keine Ahnung. Oh, nein, okay. Dann geht's hier noch weiter zum Eisen. So. So, dann muss ich euch jetzt erstmal wieder finden. Da nicht. Oh, Gold. Und hier geht's direkt weiter. Ah nein, das ist wieder eine Root. Die Root of all evil. Nehme ich auch. Schwierig davon mehr zu kriegen. Ja, okay. Okay. What? Absolute Jackpot Eidewitzka. Wie viel Tin das ist. Ja, oh mein Gott. Hat irgendjemand von euch nicht mal was gesagt von wegen, oh geil, lass mal Fackeln bauen? Ja. Ja. Ich habe auch ab und zu eine gesetzt, aber der Sven macht keine. Das ist korrekt. Und dann ist der Sven vorgelaufen, dann wollte ich nicht. Noch ein. Wir brauchen einen Drill für dieses Gold. Leute? Ja. Seid ihr auch gerade bei diesem Minenschacht, wo ich bin? Ja. Ja. Genau. Aber woanders und von daher, aber. Ja, ja, aber ich sehe ihn hier gerade. Markus, wir sind gerade links von dir. Ja, ich sehe euch. Ich habe dir gerade einen Durchgang gemacht hier. Okay. Ich gehe gerade nur in bester Minecraft-Manier durch und nehme die Schienen mit. Dann muss ich sie natürlich nämlich nicht bauen. Meinst du, was wir die ganze Gold. Zeit machen? Geilomat, Geilomat. Nein, nicht die. Ja, schon gesehen, okay, schon gesehen. Zu zweit legen wir uns nur im Weg. Gratis Autobahn zum Mitnehmen. Irgendwo ist hier auch wieder unser lustiger Rumpelwurm im Weg. Ist der Wurm? Da links von uns, ja? Ich würde sagen, das ist die Hive Queen. Und Design. Nur so, ein Gefühl. Ich schnapp hier gerade noch ein bisschen Eisen rein.
Schnabulierst du das? So. Ben, buddel mal hoch. Never mind. Haben wir irgendein konkretes Ziel oder einfach into general direction? Hier ist ein was blinky, wo ich gerade hinbuddel. Ich falsche Spitzhacke, naja, egal. Oh. Ja, also ressourcentechnisch ist nice. Netter Ausflug, ja. Da unten ist irgendwas, leuchtet irgendwas merkwürdig. Ah, wieder Augen. Augen in der Dunkelheit. Bei mir sind auch Augen, ihr könntet... Zu mir, es ist ein Nahkämpfer. Okay, komme. Und ich bin auf einer Brücke. Hm. Anscheinend falsche Richtung. Richtige Richtung. Achtung, 3, 2, 1, go. Au, hat das wehgetan. Au! Okay, bei dem bleibe ich jetzt mal weg. Warte, warte. Ja, auch, ich bin echt der Held vom Erdbeerfeld. Ach, das sind einfach nur wieder die Leuchtkäfer. Okay, okay, okay. Genau. Die berühmten Leuchtkäfer. Mhm. Alter, ist es hell hier. Ah. So. So. Das ist schon mal geil. Das haben wir schon mal gefunden. Mhm. Hier ist noch was. Ja, also wir werden nicht drum rumkommen, dann endlich mal einen Drill zu bauen. Ja, wir wissen noch nicht wie. Naja, wir sind, glaube ich, auf dem besten Weg dahin. Ist korrekt, aber hier wir wissen noch nicht. Ganz sweet. Hat er hier eine Schiene einfach liegen lassen? Na. Meine Spitzhacke ist hinüber. Okay, also. Oh. Das Spiel hat echt schon so seine Momente, wo es richtig, richtig cool aussieht. Ich meine, dafür, dass es echt nur Pixelwürfel ist, aber. Schon nice. Hallo Justin. Wir sind in fremden Gefilden. Was macht der Erste, wenn als erstes angeln? Ja, ich muss ja gucken, was es hier für leckere Fische gibt. Das ist mein Job. Ja. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Oh, ach, wir müssen viel weiter nach oben. Ich bin ja so unfähig. Das ist... Oh, Mann. Ich sehe, das mit dem Minigame läuft gut heute. Ja, der totale Hammer. Ja, ich mache jetzt erstmal hier wieder Heimweg, weil... Ich brauche brauch meine Spitzhacke repariert. Okay. Ja, mal gucken. Was, ihr lasst mich jetzt hier alleine? Ich lasse dich nicht allein, ich komme zurück, aber ich muss halt gerade mal reparieren, sonst geht hier nichts. Und wo ich denn gerade hier bin, kann ich mal gucken, ob der jetzt irgendwie wieder sein Inventar restockt hat. Tatsache, jetzt hat er wieder 10 Kupfer zu verkaufen.
Keller. Hä? Verdammt, ich glaube, ich bin irgendwann mal gestorben, ne? Ja, ich habe eine Menge Zeug von dir einstecken. Ja, du hast mal wieder mein gesamtes Scrap einstecken. Das heißt, ich muss jetzt wieder gucken, wie ich jetzt eine neue Spitzhacke krieg. Ja, aus Holz. 25 Holzschaufeln, dann kannst du die verscrappen. Ja, stimmt, da war was. Super easy. Noch ein Dagger, Finn. Das ist groß geworden mit dem Garten. Das da erstmal da rein. Wake-Help, okay. Ja, okay, das ist schon ein bisschen lol, dass du mit dem Holz irgendwie Scrap machen kannst bis zum Umfallen. Aber gut, ich will mich nicht beschweren. Joa, 628 Rail, ja cool. Wir wollten damit nach Norden ausbauen, habe ich gehört. Ja, yep. Ich bringe gleich noch welche mit. So, jetzt habe ich erstmal 6-mal Daggerfins hier mal gefangen. Oh, ich könnte auch von da aus dann... ja, keine Ahnung, wo ihr gerade hergekommen seid und hingelaufen seid. Das ist irgendwie... Ja, ich baue jetzt da, wo wir schon mal unsere Basis hatten. Ich würde sagen, bin in der Base, baue ein... Ich habe keine Ahnung, wo euer Weg ist. Die Autobahn. Du musst erstmal wahrscheinlich wieder ein ganzes Stück nach Norden. Das bin ich irgendwie auch erstmal voll daneben gerannt. Und warum steht hier mitten im Weg eine Werkbank? Ja, weil ich du bist echt mir gefolgt. Also ich habe mich random rumgebuddelt. Du musst nach oben durch, geradeaus. Die Workbench steht da, weil ich die Brücke nicht mehr hatte, um mich da zu dingsen. Zu dingsen? Ja, also durchzuarbeiten nach oben, genau. So, nehmen wir das hier mal noch mit. Das muss ja nicht unnütz blinken in der Wand. Ui, das ist gar nicht so weit weg von zu Hause. Ich habe übrigens alles, was valuable goods sind, einfach in die Kiste beim Händler mal reingeworfen. Das kann dann irgendjemand mal verkaufen. Gut. Ja, ich mache hier gerade mal so eine Runde Terraforming, weil unsere Autobahn stößt halt eben an so einen See und den möchte ich gerne umfahren. Überfahren. Nein, immer geradeaus. Ganz genau. Auf keinen Fall schon, was die ich Autobahn will. Drumherum leiern. Der See muss ausgetrocknet werden. Ja, und damit sind wir wieder bei niederländischen Konstruktionsmaßnahmen. So, Böden hab ich. Nee. Ja, Sandwalls. Dirtwalls, Stonewalls. Okay, dann kommen diese Sachen. Ich habe nochmal 30 Schienen im Übrigen. Ach, das sind nochmal Walls. Welche die drei? Was? Ach, falsche Kiste.
So. That grinds my gears. So, schwupp. Was meckert er schon wieder? Er freut sich, wenn du mit dem Minecart fährst, musst du mal irgendwie entweder die Richtung wechseln oder bremsen. Da gibt es so einen ganz lustigen Bremssound. Hier mit rein. So. Okay, was habe ich denn hier noch einstecken? Vom Magus kommt das Ding hier rein. Magus, ich stelle jetzt mal deinen Grabstein auf, ne? In Memoriam. Ja, mach das. Ruhe in Frieden, Markus 24398. Genau. Wunderschön. So. Die Ocarina. Die kann ich ihn da unten schon mal reinlegen? Das hätte ich vorher schon machen können. Na, gefällt dir dein Bartschmalz, junger Mann? Ich habe hier auch noch eine Basic Workbench, die können wir ihm auch verkaufen. So, ein bisschen was zu essen. Was zu essen. So, hier kommen noch ein paar Pflänzchen rein. Warte. Ach, die macht Dodge Chance. Nee, dann bleibe ich bei der hier. Okay. Kann man. Ja, so, an der Stelle jetzt einfach wieder weiter durch die Pampa, ne? Weil die Herren wollen ja eine Autobahn haben. Ja, ich finde schon, dass es eine Wegstrecke braucht und einfach nur geradeaus laufen muss. Ja. So. Vielleicht sollten wir noch überlegen, irgendwie mal so ab und zu dann, also gerade wenn wir dann so ein paar Millionen Schienen verlegt haben, vielleicht auch hin und wieder mal so ein kleines Hub irgendwie zu machen mit so einem, ja, ich sag mal, so irgendwie den Basics, was man halt eben brauchen muss. Ja, so ja. Anhalten, aussteigen, einsteigen. Das meine ich nicht mal zwangsweise, sondern mehr so, wo man halt eine Werkbank hat, wo man ein paar Kisten hat, wo man Zeug abschmeißen kann. Ja, da kann man ja dann genau dahin machen. Ist ja schon bei dir. Ach, ich wollte das Zeug hier. Ach ja, ich könnte mal schnell mein Zeug. Ich habe auf einmal so viel Scrap. Ich könnte ja mal mein Zeug hier durchreparieren. So. Ah, es geht voran mit der Gärtnerei, ey. So, und jetzt fangen wir mal an, die neuen Sachen zu verkochen. So. So, oh. New Point. So. 25% from food cooked. Okay. So. Gotta go fast. 2 von 5. Okay. Komm. So. Machen wir es einfach. So. Dann verdampfe ich mal die anderen Schienen auch. Ich gehe jetzt mal zum Markus, denn ich habe 33 Schienen und ein Kart. Dann warte ganz rechte Kiste, die rote. Ja. Dann nimmst du bitte die 30 von mir auch noch mit. Die habe ich schon. Okay. Die hat er schon. Hat er schon? Ja, hat er schon. Völlig okay. Ja. Markus, wo bist du denn? Rechts von der Basis, da wo wir unsere Hauptautobahn angefangen hatten. Das ist doch wieder nicht Norden. Die Fahrt ist was von Richtung Norden. Die Autobahn Richtung Norden, doch. Entschuldige, vielleicht habe ich mich mal ein bisschen ungenau ausgedrückt. Ich meinte die Autobahn, die wir angefangen haben und dass ich sie Richtung Norden fortführe. Und jetzt kann man hier einsteigen und nach Norden fahren. Oh. Ja, und bleibt dann hier am Ende der Tatsachen stehen. Leckeres Wrap daraus machen. Mist, einen hätte ich mehr gebraucht. Naja.
Dem können wir eigentlich auch noch ein paar Fackeln hinstellen. Es wird dunkel hier überall. Okay. Essen wir das hier mal. Okay, okay. Dann bauen wir mal schnell noch eine Kiste. Weil es sind jetzt mittlerweile so viele Menüs. Das kriegen wir nicht mehr in eine Kiste rein. So. Hier durch. So. Wunderschön. Also ich bin gerade am Kochen. Sehr gut. So, einmal Schleim zum draufknödeln. Oh mein Gott, das braucht ja ewig. Was brauche ich denn nochmal für einen Topf? Wood und Copper, okay. Komm, wir spielen Topf, du hast verloren. Nein, das ist Kopf. Fast dasselbe. So. 61, 52, so. Warum hast du denn nicht miteinander verbunden, Ben? Weil ich an deine Hub-Idee gedacht habe. Ich meinte mit Hub nicht ein Hub, wo man mit den Eisenbahnwagen umsteigt, sondern ich meinte eins, wo man halt eben irgendwie so ein bisschen, ja, craften und so weiter kann. Weil sonst ist es ja auch, oder? Weiß nicht. Also ich meine jetzt gerade hier in der Region ist halt einfach nichts, da waren wir ja schon überall. Ja, außer nach rechts, da ist noch viel Raum. Was brauche ich denn, um mir jetzt einen Minecart zu machen, um den hinterher zu fahren? Oh, Tinbars, okay. Gar kein Problem, da haben wir ein paar von. Weil dann kann man nicht jetzt hier... Nee, geht nicht. Aber prinzipiell könnte man hier noch ein bisschen schöner ausbauen mit irgendwie Steinwänden und Darm. Ja, also so ein Hub muss schon richtig gemacht werden. Der muss schon aussehen, ne? Sonst kann man das nicht anbieten. So. Schon Spaß. Goldbar, Fiber, okay. So, und was, den Rest der Folge. Was braucht man denn für Eisenbahn? Ich glaube Zinn war es. Zinn und Holz. Genau. Oh nice, dann craften wir Eisenbahn, oder? So, ich mache jetzt mal das, was für viele schon getan haben. Ich habe mir jetzt einfach mal frech die Rüstung gebaut. So. Was? Die Stahlrüstung? Die Eisenrüstung, nicht Stahl. Eisen. Die für 30 Eisen insgesamt? Jo. Ja. Boah, sauber, Sven. Aber. Okay, frech ist es. Hast du gedacht? Ja, ist doch gut. Okay, dann hat er halt jetzt die Eisenrüstung. Das heißt, er rennt vor und kriegt aufs Maul, während wir schon hinten bleiben. Dann stirbt er. Dann looten wir. Was? Nein, sonst stirbt er. Leute, ich bin schlecht. Ich brauche die Rüstung, weil ich so schlecht bin. Naja. Marvis ist 25 Mal gestorben. Du bist 2 Mal gestorben. Du machst keinen Schaden. Das ist okay. Aber die Rüstung macht nicht mehr Schaden. Ich brauche auch nicht mehr Schaden. Ich muss länger leben. So. Oh mein Gott, das Kochen braucht echt so lange. Das braucht so lange.
So. Ich habe ein altes Amulett gefunden. Wir haben so viel Eisen geschmolzen, alter Vater Sven, du bist echt krass. Ja, wir haben noch mehr Eisen. Nee. So, wir haben hier drin haben wir gerade noch 11 und hier unten kommen gerade noch 8 wieder raus. Das sind 20 Stück. Und ich gehe jetzt nochmal. Das sind nicht 20. So, ich gehe jetzt nochmal runter. Ich möchte nur sagen, ne? Leute machen sich Backpacks, ohne was zu sagen. Und ja, Backpacks sind Eisen, 5 Eisen Backpack und nicht 30. Und machen sich Eisenspitzhacken, ohne mir was zu sagen. Was hättest du davon gehalten, wenn du dir einen Helm machst? Nee, wollte ich nicht. Oder Helm und Schwert. Nein, ich wollte nicht, jetzt, okay. Ich wollte jetzt einfach mal cool sein. Okay. Mhm. Ich wollte jetzt einfach mal so cool sein wie andere auch. Mhm. Immerhin habe ich es gesagt, bevor jemand eine Eisenrüstung für mich macht und dann sagt, oh, Entschuldigung, habe ich schon. Das ist korrekt. Hint, hint. Hint, hint. Subtil, oh mein Gott, ist das gut. Ich fand's sehr subtil. Oh mein Gott, es war so gut. Oh nein, da habe ich nicht gegossen. Oh nee, das war Goldmist. So. Weil der Sven wollte eh hier nochmal runter, um dann noch ein bisschen fischen zu gehen. Da geht er noch ein bisschen Eisen holen, weil der will nämlich auch mal sein Mining ein bisschen steigern. Ja. Ich hoffe, dir fällt ein Kobold auf den Kopf oder so. Warum sollte er das? Einfach so. Ihr habt doch alle weggemacht. Ja, da ärgere ich mich gerade ein bisschen drüber. Die respawnen. Margot, ich hab Dinger gemacht. Also nicht, dass du jetzt auch noch auf die Idee kommst. Dinger? Ja, Eisenbahn, Schienen. Okay. Na doch, also ihr könnt schon das Tin verbrauchen. Wir müssen ja, halt wieder eine Ressource. Bis auf 29 habe ich es verbraucht. Oh, bis auf 29. Ja. Achso, ja. Wir haben doch Leute, die haben Eisenspitzhacken. Für die ist das doch mittlerweile ein leichtes. Jeder von uns hat Eisenspitzhacken. Just saying. Nein, meine Spitzhacke ist immer noch Tin. Ja, das weil ich mich am Anfang dazu entschieden habe. Das habe ich auch. Sven hat noch 10 Spitzhacken und zwar alle. Ja, genau. Keiner hat Eisen. Wir haben mit einem Eisen gegeizt. Keiner hat Eisenspitzhacken. Du hast eine Eisen Gießkanne gekriegt. Die habe ich dir extra gebaut. Ja, das ist ein Lasso. Genau, die andere geht nur ein Zehntel davon. Das ist cool, dass die upgradet. Du hast eine Eisenangel. Ja, genau. Das war das, was wofür ich mich entschieden hatte. Oh, ja, Rüstung. So. Werden sich die drei wackeren Helden nun in gegenseitigen Neid zerfleischen? Werden sie sich irgendwie wieder einigen? Oder geht der Rest des Spiels jetzt hier in vollem Hass ab? Ja. Ihr werdet es in der nächsten Folge erfahren. Schau in den Stream. Ja, tot. Sven ist tot. Sven hatte eine Eisenrüstung. Das hat nicht geholfen. Ja, Also, was lernen wir draus? Skill ist nicht an Eisen gebunden. Oh mein Gott, war das gut! Ja, die Moral von der Geschichte, dick ausgerüstet, hilft halt auch nicht. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, danke fürs Dabeisein, danke fürs Mitfremdschämen und bis bald wieder. Ciao! Ciao! Tschüss, bis bald!